Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Früher sprachen alle vom Verkehr, heute reden wir über Mobilität. Der Fokus in Wissenschaft und Praxis geht weg von einer rein technischen Reduktion von Abgasen, Lärm und Kosten des motorisierten Individualverkehrs. Stattdessen werden intelligente Verkehrslösungen entwickelt, ökologische Verkehrsmittel wie Lastenräder, E-Busse oder Kombiverkehre sind gefragt. Optimierte Mobilitätsketten vermeiden Abgase, Lärm und Kosten. Diesen fortschrittlichen Ansatz verfolgt auch Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen. Er führt im Haushalt 2016 Einzelplan 09 des Ministeriums zu einigen Veränderungen gegenüber früheren Haushalten. Zum Beispiel beim Landesstraßenbau. Erhalt geht vor Neubau, ist weiterhin und noch verstärkt die rot-grüne Devise. In 2015 waren es 100 Millionen Euro für den Substanzerhalt der Landesstraßen, an sich schon eine enorm hohe Summe und weit mehr als unter Schwarz-Gelb. Nun gibt es einen satten Aufschlag. In 2016 werden wir die Mittel für die Sanierung und den Erhalt von Landesstraßen noch einmal deutlich erhöhen, denn Rot-Grün strebt eine intakte, funktionable Infrastruktur an. Dafür brauchen wir mehr Erhaltungsmittel. Ein weiteres Beispiel für zukunftsorientierte Mobilität aller Rot-Grün im Haushalt 2016, der Aktionsplan für die Förderung der Nahmobilität. Damit stärken wir den Rad- und Fußverkehr. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto mal stehen gelassen wird, kurze Wege umweltfreundlich zurückgelegt werden und etwas für die eigene Gesundheit getan wird. Davon profitieren maßgeblich die Kommunen in NRW, dass die Mittel für Nahmobilität erhöht werden. Ein weiterer Grund für mehr Mittel sind die Radschnellwege. Sie werden erstmals im Haushalt abgesichert. Auf diesen können die Bürgerinnen und Bürger komfortabel, kreuzungsfrei und zügig mit dem Fahrrad unterwegs sein, statt im Autostau festzusitzen. Das ist die Mobilität der Zukunft. Sie entlastet die Straßen und schont das Klima. Zusätzliches Geld gibt es auch für das Sozialticket. Die Aufgabenträger erhalten 10 Millionen Euro mehr pro Jahr, also 40 Millionen Euro. Damit leistet Rot-Grün einen essentiellen Beitrag für soziale Gerechtigkeit in unserem Land und ökologisch nachhaltige Mobilität. Das ist ein finanzieller Kraftakt, der aber unumgänglich ist. Die erfreulich hohe Akzeptanz bei den Fahrgästen, bei den Kundinnen und Kunden erzwingt die Anpassung der Mittelhöhe. Damit schultert das Land Nordrhein-Westfalen finanzielle Lasten, die eigentlich der Bund beim BSAG tragen müsste. Apropos Kraftakt. Das Wort passt in jedem Sinn auf die Verhandlungen zu den Regionalisierungsmitteln zwischen dem Bund und den Bundesländern. Hier konnte mit dem sogenannten Kieler Schlüssel zunächst eine grundsätzliche Verständigung über eine neue langfristige Finanzverteilung erzielt und die grobsten Benachteiligungen NRWs gemindert werden. Auch wenn der Bund 500 Millionen Euro weniger gibt als nötig und einige Bundesländer gegen die gefundene Finanzregelung protestieren, was die endgültige Einigung bisher aufschiebt, ich möchte Herrn Minister Groschek und seinem Haus für den aktiven Beitrag zu diesem solidarischen Kompromiss persönlich danken. Das war ein großer Erfolg für unser Bundesland Nordrhein-Westfalen. Jetzt gilt es, bei diesem Marathon auf den letzten 100 Metern das Ziel zu erreichen. Wir Grüne fordern alle Beteiligten im Land, in den anderen Ländern und im Bund auf, sich ebenfalls zu bewegen. Ein Stillstand im Nahverkehr wegen fehlender Finanzen kann sich niemand leisten. Sollten sich jedoch wieder erwarten, einige Bundesländer nicht ebenfalls solidarisch und kompromissbereit verhalten, da müsste notfalls der Klageweg beschritten werden, um annähernd gleiche Behandlung der Bundesländer tatsächlich auch zu erreichen, nach vielen Jahren der Ungleichbehandlung zulasten NRWs. Meine Damen und Herren, Sie sehen, Mobilität bewegt Rot-Grün und Rot-Grün ermöglicht eine zukunftsfähige Mobilität in unserem Lande. Manche Dinge, die wir in dieser Legislaturperiode auf die Schiene gesetzt haben, kosten erst mal Geld. Aber auf mittlere und längere Sicht lohnen sich diese Projekte. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Rehbaum würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben das Stichwort Radschnellwege genannt. Meines Wissens kostet der Radschnellweg Ruhr 186 Millionen Euro. Und es stehen irgendwas zwischen 10 und 13 Millionen Euro im nächsten Jahr dafür zur Verfügung. Können Sie mir sagen, wann dieser Radschnellweg fertig sein soll? Herr Rehbaum, Sie wissen ja auch, dass man erstmal überhaupt mit der Finanzierung anfangen muss, starten muss, dass erstmal überhaupt diese Möglichkeit geschaffen wird
und sie dann auch verstetigt wird, um letztendlich dann diese Maßnahme auch zeitnah im Prinzip realisieren zu können. Dass sie in einem Jahr umsetzbar ist, das glauben wahrscheinlich auch Sie noch nicht mal, Herr Reber. Mit dieser, unserer nachhaltigen Strategie für die mobile Zukunft, ist Nordrhein-Westfalen auf dem richtigen Weg. Ich lade Sie, Herrn Rehbaum, ich lade Sie alle, auch die Vertreterinnen der beiden oder der drei Oppositionsfraktionen ein, uns auf diesem Weg zu begleiten und würde mich freuen über Ihre Zustimmung zum Haushalt 2016 im Einzelplan 09. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Beu. Für die Piraten spricht jetzt Herr Kollege Fricker.